Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ari and the Secret of Seasons. Es ist immer noch dieselbe Aufnahme und in der letzten Folge haben wir das Geheimnis um die verschwundenen Kinder praktisch gelöst, obwohl wir einfach nur den Prinz Krokus praktisch besuchen wollten. Es stellte sich heraus, dass die Kinder praktisch von ihm verschleppt wurden oder von der königlichen Familie, um die Kristalle abzubauen. Ja, der Prinz Krokus hat nun die Gruft geöffnet und den Magier herausgelassen und ist jetzt abgehauen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, mit den Wächtern zu sprechen. Für deinen Vater und deinen Bruder müssen sie die Notfallwächtersitzung teilnehmen. Schleichen aus Jule und erreichen die Kuppel der Jahreszeit. Sprechen sie mit den Wächtern. Okay, also das Spiel weiß manchmal nicht, ob es uns siezen oder duzen soll. Oh, was bist du denn? Laden öffnen. Ah, was haben wir denn hier? Diese Keule ist kein Witz. Ohne Zähne lacht es sich auch nicht so gut. Katana. Diese Klinge ist scharf wie eine Kralle und wurde von dem berühmten Samurai-Hund gefertigt. Sie verleiht, was auch immer. Geschnitzt aus dem stärksten Holz des verlorenen Walds. Nee, nur ein Scherz. Das ist nur ein Löffel. Okay, also einen Meisterlöffel brauchen wir nicht. Metallbecher haben wir ja eigentlich selbst, ne, aus dem Kerker. Genau, wir waren ja im Kerker. Du weißt, was das ist. Nein, wir brauchen keinen Stock. So. Jo, also hier ist nichts. Hier kommen wir her. Sieht man da noch das kaputte Schloss? Nee, also von hier sieht man gar nicht, dass es so kaputt gegangen ist. Also es ist ja das letzte Mal eingebrochen tatsächlich. Oh, da gibt es hier unten hinter der Treppe noch was. Nee, schade. Das wäre ein perfekter Ort für eine Schatztruhe gewesen, finde ich. Aber sie wollten nicht, sie wollten nicht. Wir sollen nun mit den Wächtern sprechen. Hallo, Wächters. Quest abgeschlossen. Für deinen Vater und deinen Bruder. Müssen sie an der Wächter-Dingsbums teilnehmen. Stand da wahrscheinlich. Even our apprentices have not been through this door. You mean the stairs? Indeed. Probably didn't make it to level design. This is the final chapter, never written about in the old stories. I thought I knew the whole thing. Sometimes history and tradition makes people act mindlessly. The evil mage will now be heading to Samhain to raise his army of golems. And not a cute golem among them. What a waste. Army? I'm afraid so. If we don't assemble the cartographer in Samhain... Let me guess. The world will end as we know it. The cartographer not only tracks the evil mage, it's also a weapon of immense power. And? And? Well, another cup of tea would be nice. While we wait for the legendary warrior? We can't wait for the legendary warrior to return. I'm going! Hard to refuse that kind of enthusiasm. I'd say, don't lose a minute, Ari. Go and kick his booty! Dagdum, wait. You think she can go alone? Well, she has double jump, right? It won't be easy. It will be dangerous. I'm not afraid. The legendary warrior split the key to the cartographer into four parts and hid them all across Valdi. They are hidden in the Season Temples. Got it. Season Temples. Where will you be? Ah, our legs aren't what they used to be, but we'll help as much as we can from here. Hey, old man, I can still dance. You want to see me boogie? I won't let any of you down. Ja, ist das nicht süß? Die Jahreszeiten, Golems, Wiederherstellung des Gleichgewichts. Der Sommertempel, sprich mit den Wächtern der Jahreszeiten. Dein Inventar wurde wiederhergestellt. Trophäe erhalten, das Anfang vom Ende. Das war ganz schön viel. Du hast gerade die Jahreszeitenkristalle Frühling und Herbst erhalten. Was ist hier gerade passiert? Gut, also zwei Tempel haben wir ja eh schon gefunden. Jetzt habe ich fünf seltene Kristalle, jetzt habe ich zwei von fünf.
Also, ach so, unser Inventar wurde wiederhergestellt. Versuche, den Tresor zu öffnen. Der Tresor konnte nicht geöffnet werden. Vereine die drei legendären Schlüssel. Okay. Mit ihm kann ich nicht reden. Soll ich, mit dir kann ich auch nicht reden, dann rede ich halt mit dir. Unglaublich. Prinz Krokus hat uns völlig hintergangen, so viele Missetaten. Dennoch, er muss geglaubt haben, dass er den bösen Magier alleine besiegen kann. Ich glaube, ich kenne den Grund. Was hat ihm solche Angst gemacht? Ich will nicht über diesen Verräter sprechen, springen wir gleich zum Ende. Ich trage an all dem die ganze Schuld. Ich wollte zu viel. Ich nehme Prinz Krokus als meinen Lehrling, obwohl es keine Wächterlinie in der königlichen Familie gibt. Geh nicht zu streng mit dir ins Gericht, mein alter Freund. Ich hielt das Interesse des Prinzen an Kristallen für harmlos. Wer hätte gedacht, dass er einen Plan ausheckt, um sie einzusetzen, wie er es getan hat? Jetzt, da der böse Magier frei ist, bedeutet das eine Katastrophe für Valdi. Die historischen Tafeln waren immer eindeutig. Dem Pfad des Magiers folgt die Katastrophe. Wenn der legendäre Krieger nicht zurückkehrt, um zu helfen, ist es aus mit uns. Wir haben keine Wahl. Unsere Prinz Krokus Misere muss warten. Brynn, wen meinst du mit wir? Du hast selber gesagt, dass wir unsere Lehrlinge nicht erreichen können. Und zum Glück ist die Tochter des Winterwächters hier, Ari. In den Geschichten wird der Kartograf erwähnt, ein altes Gerät, das den bösen Magier orten kann. Die Details, die wir haben, sind bestenfalls vage, aber sie sind unsere beste Chance. Wir brauchen die vier Lichtkernsteine, um den Kartografen zu aktivieren. Jeder sollte sich in einem Tempel seiner Region befinden. Bist du bereit für eine wirklich schwierige Aufgabe? Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich bin dabei. Dem Kollektiv zufolge muss der Sommertempel in Lammastide zuerst betreten werden. Sprich daher zuerst mit Daktan und erfahre weitere Details, bevor du gehst. Wie du sehen kannst, ist der traditionelle Weg nicht der einzige Weg. Meine Mama ist unerbittlich, was Tradition betrifft. Interessant. In ihren jungen Jahren war Kalena ganz das Gegenteil. Wie ich schon sagte, sprich am besten mit Daktan, bevor du nach Lammastide aufbrichst. Okay, Daktan. Das ist doch Daktan hier, Daktan. Ari, wir sehen gerade zu, wie sich ein echter Klassiker entwickelt. Kaputte Jahreszeiten, schrecklicher Verrat, das Böse entfesselt. Eine unerwartete Heldin. Das verwirrt mich immer total hier. Eine unerwartete Heldin, die sich den Wächtern anschließt. Das ist eine Geschichte, die man auf die Geschichtstafeln schreiben kann. Generationen nach uns hätten Spaß daran, über mich zu lesen. Ich meine uns. So ist es. Mein Papa und Flynn lassen die alten Geschichten. Lasen die alten Geschichten. Insbesondere über den legendären Krieger. Wenn ich es mir recht überlege, ist es ganz anders, die Geschichte zu erleben, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hätte nicht gedacht, der berühmteste Wächter zu werden. Aber hier bin ich, gut aussehend und alles. Wer war es, der mir sagte, dass du für ein solches Abenteuer geboren bist? Nun ja, du bist die Einzige, die Auswirkungen des Gifts nicht spürt. So viel steht schon mal fest. Bum, bum, bum. Ja, Luktan. Aber so etwas ist nicht einfach zu erklären, nicht wahr? Jetzt lass mich meine Zeilen vortragen, bitte. Die Königin und der Prinz? Wovon redet Luktan? Prinz Krokus und Königin Violette hatten eine, schwierige Beziehung. Krokus' Eifer für das Wächteramt diente dem Jungen als Ventil. Natürlich, darum hat Brynn Krokus als seinen Lehrling akzeptiert. Brynn hat keinen eigenen Nachfolger. Aber warum sollte das nicht in die Geschichtstafeln aufgenommen werden? Brynn hat sich kurz nach der Geburt von Krokus mit dem König und der Königin entzweit. Seitdem hat der Hof die Wächter auf den Status von Hofnarren reduziert. Was für mich okay ist, ich habe einen sehr anspruchsvollen Boogie-Zeitplan. Also, wo war ich? Ah ja, der Kartograf. Wir haben nur Informationsstückchen, aber es reicht, um zu entziffern, dass die Kartografensteine in einem Tempel weggesperrt sind und von uralten Golems bewacht werden. Golems, ha, die werden was erleben, ich habe keine Angst. Golems, das klingt gruselig. Wir haben natürlich keine Angst. Hey, naja, von dem, was wir bisher wissen, scheinen die Golems die Wächter der Kartografen Lichtkernsteine zu sein. Brumm. Ja, Luktan, dazu komme ich noch. Aber nur zwischen diesen ständigen Unterbrechungen. Vielleicht möchtest du das Reden übernehmen?
Okay. Dachte ich mir. Die Golems bewachen die Lichtkernsteine eigentlich nicht, denn die Steine befinden sich in ihnen und schenken ihnen Leben. Du musst die vier Golems finden und besiegen, um die Kerne zu erlangen. Das Kollektiv spricht von einer Bindung, durch die du Zugang zu den Tempeln erhältst. Der alte Tempel in Lamastide ist seit Ewigkeiten verlassen. Warum sollte man leicht hineinpocken? Eigentlich echte Wächter-Action. Hey, du bist so abenteuerlustig wie deine Eltern und dein Bruder zusammen. Du trägst die Wächterlinie in dir. Das ist kristallklar. Na los, hol sie dir. Vergiss nicht, in beide Richtungen zu schauen, bevor du den Strom überquerst. Strom? Das klingt nicht richtig. Wie auch immer, gib gut Acht auf dem Weg zum Sommertempel und schau in beide Richtungen, bevor du irgendwas überquerst. Hyänen, das geheime Lager der Hyänen. Okay. Ist das der Sommertempel? Finde das goldene Armband. Mit sprechen? Du greifst auf das Kollektiv zu. Wir haben den Ausbund von Stein und Kristallkraft gesehen. Sein Phänomen bindet und bricht zugleich. Mehr Welten als deine eigene besitzen Scherben und Steine von gewaltiger Kraft. Ein Großteil davon nicht entdeckt und nicht benutzt. Aber einige eurer Neugierigsten haben sein Phantompotenzial entdeckt. Verschmelzung, Zündung, Aktivierung, Animierung. Durch Bindungen entstehen Schöpfungen und Existenz. Uralte Golems, die vor ewiger Zeit in Schlaf verfielen, werden wiedererweckt. Ihre Zeit und ihr Ort neu geordnet, um auf unsere Direktive, den Kartografen, Zugriff zu bekommen, müssen alle vier Lichtkerne erworben werden. Winter besitzt die Stille der Erleuchtung. Im Winterheiligtum existiert ein Raptor. Stelle dich diesem Geist aus Licht und Stein. Okay. Winter. Das war also Winter. Da drüben ist der Sumer. Das Frühlingskollektiv. Du greifst auf das Kollektiv zu. Wir sind nur ein Teil der uralten Technologie, die unsere überlegenen Schöpfer gebaut haben. Jahrtausende sind vergangen, seit sie unser Sichtfeld verlassen haben. Seit jener Zeit gingen die meisten ihrer Maschinen verloren oder sind verborgen. Aber einige wurden gefunden. Die Gruft und der Kartograph sind transzendental und werden auf Hochtechnologie betrieben. Schlichte Gemüter nennen es Magie, aber in allem liegt Risiko. Mit den vier Lichtkernen kannst du auf unsere Direktive, den Kartografen, zugreifen. Der Frühling birgt die Essenz der Wiedergeburt. Im Frühlingsheiligtum existiert eine Golem von wetterwendigem Temperament. Halte dich nicht zurück, denn zögern bedeutet Schaden für uns alle. Ah, hier können wir uns durchlesen, wer die ganzen Endgegner sind und wie wir dann am besten praktisch darauf antworten. Also gehe ich jetzt mal davon aus. Was haben wir hier? Sommer, das müsste ja Sommer sein. Sprechen. Das Sommerkollektiv. Du greifst auf das Kollektiv zu. Wir gehören zu einer fernen Vergangenheit, zu Schöpfern, die diesen Ort verlassen haben. Aber wir bleiben, um ihr Wissen zu bewahren, aus Himmelsstein bauten unsere Schöpfer transzendentale Maschinen. Eine dieser Maschinen, Gruft genannt, wurde geöffnet. Da vier Jahreszeiten in den gemäßigten Zonen existieren, existieren vier Tempel und in ihnen vier Bindungen. Sommer besitzt die Atmosphäre der Güte. Dennoch wartet im Sommerheiligtum und verschlingend. Was? Dennoch wartet im Sommerheiligtum ein brutaler und verschlingender Feind. Aber stelle dich diesem Golem und erlange den Lichtkern. Mit den vier Kernen kannst du auf unsere Direktive, den Kartografen, zugreifen. Okay. Lesen wir uns noch das eine durch hier, den Herbst. Ach, kann ich mit ihm jetzt auch reden? Brumm, brumm. Ich auch nicht. Ich hätte nie geglaubt, dass Prinz Krokus so etwas tun würde. Ich dachte, er wäre ein Freund. Aber ich lag falsch. Von den Wächtern zu stehlen, Kinder zu stehlen, die Jahreszeiten zu verderben, die Gruft zu öffnen, ich hab's. Er ist ein Superschurke. Brumm, brumm, brumm. Ich habe das auch gedacht. Aber nein, Flynn war nicht in der Mine. Nur Kinder, die jünger waren als ich, waren da. Und niemand hat eine Spur von meinem Bruder gesehen. Der König und die Königin von Ostara? Ich muss los, keine Zeit zu reden. Bum, bum, bum.
Wenn König Arlo und Königin Violette nicht auf Urlaubsreise wären, würde ich das gleiche fragen. Ostaras Jahreszeitenumkehr war nicht so schlimm. Die Ausrede mit im Ausland erholen scheint recht fadenscheinig, wenn sich jemand über eine extreme Klimaänderung beschweren kann. Dann sind es Jule oder Lamastide. Bum bum. Ihn verlassen, das hat Krokus wirklich von seinen Eltern erzählt. Ich habe es so noch nie betrachtet, aber was meinst du damit, dass du schon Gerüchte über ein unterirdisches Gefängnis gehört hast? Wie? Ich befürchte, ich sollte das beantworten, Ari. Vor langer Zeit, noch bevor du geboren wurdest, schlug Luktan vor, dass wir die querulantischen Ereignisse eines rebellischen Historikers in Betracht ziehen sollten. Aber ich wies ihn ab. Die historische Gesellschaft hat immer einen strengen Kodex durchgesetzt, was das Einhalten alter Traditionen betrifft. Und ich wollte keinen Staub aufwirbeln und dem Ruf der Wächter schaden. Warum? Ja, Luktan, ich weiß, das hat dich nicht davon abgehalten, die Tagebuchkopien zu lesen, bevor du sie losgeworden bist. Sie losgeworden? Warum? Ich habe versucht zu verhindern, dass die Wächter weiter in Verlegenheit geraten. Diese besonderen Tagebucheinträge waren verpönt und ich hatte mit meinen Bemerkungen bereits den Unmut des Hofes auf mich gezogen. In diesem Fall werde ich besonders nach Kopien von Tagebucheinträgen Ausschau halten. Vielleicht bringt diese Extrazeit extra Ergebnisse. Wie Daktan sagte, sollte der Sommertempel in Lamastide leicht zu finden sein. Sprich mit ihm, falls du Fragen hast. Brumm, brumm, brumm. Das werde ich, Luktan. Sommertempel, ich komme. Okay, ja, wir haben ja schon angefangen, das verbotene Tagebuch zu finden. Das sieht ein bisschen aus wie bei Assassin's Creed, finde ich. So, das Herbstkollektiv. Du greifst auf das Kollektiv zu, aus dem Kraterstein entstanden Scherben, Elemente und Kristalle, die alle teilbare Kraft und unterschiedliche Grade der Schwerkraft erhalten. Diese wirken sich nicht nur auf die Jahreszeiten aus, sondern auch auf die Mittel zum Reisen und Stillstehen. Bevor der Kraterstein zerschellte, erschuf eine Strahlung Kristallträger. Um auf unsere Direktive, den Kartografen, Zugriff zu bekommen, müssen alle vier Lichtkerne erworben werden. Der Herbst besitzt den Wind des Fortschritts. Im Herbstheiligtum existiert ein Skarabäus, riesig und unbezwingbar. Bezwinge diesen Gegner und erlange den Lichtkern. Also wir sehen uns doch alle einig, dass die Ari eindeutig der Krieger ist, den alle brauchen, oder? Also, das ist doch wohl klar wie Kolosbrühe. Na los, hol sie dir. Vergiss nicht, in beiden Richtungen zu schauen, bevor du den Strom überquerst. Strom? Das klingt nicht richtig. Wie auch immer, gib gut Acht auf dem Weg zum Sommertempel und schau in beide Richtungen, bevor du irgendwas zerdingst. Ich gehe nochmal ganz kurz hier drüber, weil ich kann mich nicht mehr... Ja, Sommerkollektiv... Was? Ein brutaler, verschlingender Feind. Okay. Okay, gut. Also, was machen wir jetzt? Ich habe keinen Doppel... Ach doch, ich habe meinen Doppelsprung wieder. Gehen Sie erstmal wieder hier hoch. Finde das goldene Armband in der überfluteten Kathedrale. Hyänen. Das ist aber ein weiter Weg hier hoch. So. Ich mache jetzt mal gerade ganz kurz was. Ja, Zeitenkollektive. So. So. Nein, falsche Richtung. Hier beim Sand war es Lamastide. Hier müssen wir ja hin. Ah, das ist sehr gut. Wir haben ja jetzt alles und unsere Sphäre ist doch jetzt viel größer, weil wir jetzt alle Jahreszeiten praktisch haben. Also könnten wir im besten Fall noch an die anderen Dinger drankommen.
die ich schon gesehen habe. Wir müssen ja noch allerhand suchen und finden und... Ja, suchen und finden. So. Ich trinke mal ganz kurz was, solange das hier lädt. Wasserfälle sind ziemlich verdammt. Ich glaube, ich bin sehr schwach. Ich kriege die Flaschen nicht auf. Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich sehr schwach bin. Ach nee, es geht. Okay, ganz schnell. Nur ganz kurz. So. Ich schau gerade nochmal. Haben wir dieses Ding hier schon gelesen? Kuppel der Jahreszeit. Hä? Ist das auf jeder Seite? Das haben wir doch schon gelesen. So, jetzt geht's los. Toll. Ich habe gedacht, es bringt irgendwas, dieses Schwert, aber es ist genauso schlecht wie unser Holzschwert. Man braucht trotzdem drei dafür, für diejenigen. Drei Schläge. Also ich will jetzt doch nicht diese doofe Perücke haben, weil der Prinz Krokus ist ja mal voll komisch gewesen. Verzogenes kleines Prinzchen. Nein, ich will die... Oder sind die einfach stärker geworden? Wo ist denn hier bitte so ein Baum? Ich brauche so ein... Was passiert hier eigentlich, wenn ich das mache? Ah. Okay, aber die Sphären sind doch gar nicht größer. Was haben wir hier? Was macht denn der Herbst? Regen, okay. Ach, wir können alles machen. Was haben wir noch? Oh, Frühling. Palette der Jahreszeiten. Vier halt. Okay. Jetzt machen wir nochmal diesen. Ach, diesen können wir nicht machen, weil hinter ist ja gerade. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Mal sehen, was wir jetzt noch finden. Hier, die haben wir schon geöffnet. Dann gehen wir mal hier weiter runter. Wir wollen ja jetzt zu dem... zur Kathedrale. Da haben wir ja schon einige gesehen. Bei einer war ich sogar schon drin und kam nicht weiter. Das war natürlich... War ja klar, dass ich da nicht weiterkomme. Tut mir so leid, dieser kleine... Waschbär. Waschbär? Was ist Waschbär? Ja, just kid. Bei den Jahreszeiten. Hier unten, der ist zum Glück sehr einfach. Das, was macht der überhaupt? Oh, das war knapp. Sag mal. Hä, wo ist er hin? Ach, er ist umgefallen. Okay, gut. Ja, wir sind wieder hier. Ist ja interessant, da oben ist unser Briefchen. Wir brauchen auf jeden Fall dieses Briefchen. Wir müssen da hochkommen. Da vorne geht es nämlich auch weiter. Und da müssen wir natürlich auch hin. Ach, es gibt hier so viel zu finden. Ich bin froh, wieder hier zu sein, muss ich sagen. Weil es hat mich so die ganze Zeit so ein bisschen verfolgt. Weil ich ja schließlich das alles hier zurückgelassen habe. Jetzt haben wir ja unseren Doppelsprung. Hatten wir letztens eigentlich auch schon. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Teil des verbotenen Tagebuchs. Das hieß, glaube ich, so. Sehr schrecklich. Wieso komme ich da nicht dran? Muss ich da etwa hinrennen? Es fängt wieder so an wie das letzte Mal. Übermut tut selten gut. Würde ich mal meinen. Brauche ich vielleicht Anlauf. Weil wenn ich eine andere Jahreszeit mache, dann fallen diese ganzen Dinger ja weg. Und das ergibt ja keinen Sinn, wenn ich das tun würde. Also nehmen wir jetzt mal... Es geht einfach nicht. Was mache ich falsch? Das ist ja
Okay, wir versuchen es einfach mal hier. Ob wir hier irgendwie weiterkommen. Da oben können wir garantiert nicht. Das irgendwas, wenn wir hier jetzt Sommer hinmachen? Irgendwie nicht, oder? Oh, ernsthaft? Das funktioniert? Oh, ich glaube, das geht auch im... Okay. Ja, nö. Was gibt's hier oben eigentlich? Kann ich garantieren. Warum kann ich jetzt hierher? Okay, passiert was, wenn ich das mache? Nee, okay. Ah, okay, das schmilzt dann. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ich glaube nicht, oder? So gebracht hat mir das jetzt nichts, muss ich sagen. Ich habe gedacht, diese Sphäre wird dann größer. Wieso wird denn diese Sphäre nicht größer? Wieso kann ich da unten eigentlich nicht hintauchen? Das sind alles so Fragen. Fragen über Fragen. Davon ist noch sowas. Ich habe den Doppelsprung. Ja. Wo denn? Okay, ich muss sagen, ich habe mir das wirklich einfacher vorgestellt. Wieso geht denn das jetzt hier alles nicht? Was ich mir so cool überlegt habe. Wie kommen wir überhaupt da hoch? Was soll das? Das erschließt sich mir ja noch nicht mal ein kleines bisschen. Ich habe gedacht, diese Kugel wird jetzt größer. Wir versuchen es hier vorne nochmal, bei dem ich da irgendwie an das Briefchen rankomme. Ich glaube es zwar nicht. Und dann gehen wir einfach Richtung Kathedrale. Können wir wahrscheinlich auch nicht helfen. Hi, hi. Was soll das jetzt eigentlich hier? Ich habe einen Doppelsprung. Das haben die zwar vorhin übelst gelobt, aber wofür? So, bin gefangen. Ich verstehe das nicht. Was bringen diese Dinger denn? Du
kurz vorher geht's nicht. Okay. Wir gehen mal weiter. Aber bevor wir weitergehen, machen wir hier auf diesem Steinchen, beenden wir mal die Aufnahme. Ich wünsche euch heute einen schönen Tag. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, vielleicht, ich weiß noch nicht, wie lange ich heute aufnehme. Vielleicht bringt es mir ja noch irgendwas, weil ich denke mal, bevor man zum richtigen Endgegner kommt, dass man nochmal alles ablaufen kann. Weil bisher, wir haben jetzt alle Jahreszeiten, ich habe keine Ahnung, was man denn hier tun soll, damit man da oben dran kommt. Ob man irgendwann nochmal fliegen kann, ich weiß es nicht, weil da würde man wahrscheinlich nochmal dran kommen. Naja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen. Auf Wiedersehen!